Die Welt. Eine Sinfonie aus Tönen, Klängen und Geräuschen. Mal laut und mal leise. Auch der Mensch kann Laute von sich geben. Er hat gelernt, Worte damit zu bilden. Er kann sprechen und singen. Der Maler und Dichter Kurt Schwitters erfand und zeigte noch etwas anderes. Auch Komponieren ist mit Lauten möglich. 1932 trat er mit einer Sonate aus Urlauten an die Öffentlichkeit. Hannover, Stadtteil Dören. Die Villen in der Waldhausenstraße sind von den Bomben des Zweiten Weltkrieges weitgehend verschont geblieben. Nur das Haus Nummer 5 wurde völlig zerstört. Hier hat die Familie Schwitters gelebt, seit 1890. Der Sohn Kurt absolviert die Kunstakademie in Dresden. Er kehrt als Kunstmaler 1914 nach Hannover zurück und beginnt die Suche nach seiner Form, bald bedrängt von dem Thema seiner Zeit, dem Ersten Weltkrieg. Die Wirklichkeit dieser Schlachten mit ihren Toten und Verkrüppelten, mit ihren versunkenen Schiffen und zerschossenen Städten hebt alle bisherigen Vorstellungen vom Menschlichen auf. Der Glaube an die alten Werte, an Kaiser, Gott und Vaterland verliert sich im Donner der Kanonen. Laut wird der Ruf nach Frieden und nach einer neuen Ordnung für die Welt. Die Schweiz wird in diesen Jahren zum Sammelpunkt von Kriegsgegnern aus allen Teilen Europas. In Zürich, hier in der Spiegelgasse, lebt Lenin im Exil und bereitet die russische Revolution vor. Wenige Schritte weiter treffen sich Künstler und Revolutionäre im Cabaret Voltaire und erfinden eine neue Kunst. Dada. Mit Dada soll dem Unsinn der Gegenwart eine Kunst ohne Sinn gegenübergestellt werden. Der Dadaist lehnt deshalb alle bisherigen Kunstrichtungen radikal ab. Dada ist nicht nur eine völlig neue Kunst, Dada ist eine neue Sicht auf die Zusammenhänge der Welt. Eine Haltung, die auf grundsätzliche Veränderung, auf Aufhebung des Bestehenden drängt. Die Züricher Signale erreichen ganz Europa. Auch in Hannover werden sie empfangen. Kurt Schwitters nimmt die neue Kunstrichtung interessiert auf. Er veranstaltet in seinem Atelier eigene Dada-Veranstaltungen. Hannover vernimmt ungewohnte Töne. I. I. Hm. Hm. Pifte. Piftil. Piftilf. Piftilftro. Schwitters Verhältnis zum Dadaismus ist gespalten. Er ist mit vielen Dadaisten befreundet, aber ihre politischen Manifestationen lehnt er ab. Für ihn findet die Revolution ausschließlich in der Kunst statt.
Mit dem Fahrrad fährt er durch seine Heimatstadt, die er, rückwärts gelesen, stets als Revon bezeichnet. Er sammelt jene Dinge, die die Menschen nicht mehr brauchen, beiseite werfen und als Müll deklarieren. All das hebt er auf und erhebt es durch Montage in den Rang von Kunst. Auf diese Weise entstehen Hunderte von Collagen. Und Schwitters findet auch einen Namen für diese ganz persönliche Art des Schaffens. Schon 1919 zerschneidet er ein Zeitungsinserat mit dem Schriftzug der Commerzbank und klebt einen kleinen Ausschnitt davon in eine Collage. Seitdem heißen alle seine Werke Merzbilder und Merzplastiken. Sein Atelier wird Schritt für Schritt in ein begehbares Kunstwerk, den Merzbau, verwandelt. Schwitters selbst nennt sich den ersten Merzkünstler der Welt und unterzeichnet seine Briefe an Freunde mit Kurt Merz. Er liebt das Spiel mit der Provokation. 1920 klebt er an Hannovers Litfaßsäulen ein Gedicht, eine Liebeserklärung an seine lyrische Erfindung Anna Blume. Entrüstung, aber auch stürmischer Beifall sind die Reaktion darauf. O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir? Wir? Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist? Bist du? Schwitters arbeitet unermüdlich. Als Werbegrafiker verdient er sein Geld. Daneben produziert er unter den Augen des staunenden Publikums seine Merzkunst. Das I-Gedicht. Rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf. Schwitters reduziert die Sprache auf Silben und schließlich Buchstaben, die dann nach den Gesetzen der Merzkunst neu zusammengefügt werden. Auf diese Weise kommt er zur reinen Lautdichtung. Doch für sein großes Lautgedicht fehlt noch die Form. Schwitters findet sie in der Musik, in der Sonate. Über 10 Jahre hinweg nähert er sich nach und nach seiner Sonate in Urlauten an. Der erste Satz, ein Rondo, enthält 4 Hauptthemen, die im weiteren Verlauf variiert werden. Fims, Böbel, Tätze, Jupe, Gif, Quie. Die Desten riem püftelftotiljülka. Rinze geht de Bebe ins Kremü. Ziu enze ziu rinz Kremü. Rumpftelfto. 1932 ist die Ursonate fertig und wird gedruckt. Schwitter selbst trägt sie zum ersten Mal in voller Länge von 35 Minuten vor. Lange Trögel. Pepepepe, oka, 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 oka. Lange Trögel, pipipipipi, züka, 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 züka. Mit diesem einmaligen und überaus eigenwilligen Werk wird Schwitters berühmt. Doch der Beifall für den Künstler wird nicht lange anhalten. Andere Urlaute prägen schon bald die Wirklichkeit. Die Nazis kommen an die Macht und ordnen die Kunst ganz ihren ideologischen Interessen unter. Schwitters teilt das Schicksal vieler anderer. Auch seine Werke werden auf die Liste der entarteten Kunst gesetzt und verschwinden aus den öffentlichen Sammlungen. Anfang 1937 verlässt er Hannover und Deutschland und wird nicht mehr zurückkehren. Der 50-Jährige geht zuerst nach Norwegen und später nach England. Er malt und dichtet weiter,
aber ihm fehlt die Heiterkeit und der Alltag von Hannover. Kurt Schwitters erfährt im Exil, wie sehr er für sein Schaffen auf die Zustimmung und die Kritik seiner Zeitgenossen und Freunde angewiesen ist. Die Isolation vom hannoverschen Publikum wird zur Tragödie. Aber die Zeit lässt sich nicht umkehren wie der Name seiner Heimatstadt Hannover. Und sie lässt sich auch nicht umkehren wie das Alphabet am Schluss seiner Ursonate, dem großen Lautgedicht der Märzkunst. XWVUTSRQPONMLKIHGFEDCB. Die Ursonate endet mit einem B. Das A wie Anfang fehlt. ...1948 stirbt Kurt Schwitters in England. Mehr als 20 Jahre später kehrt er nach Hannover zurück. Rumpft hilft ho. Rrrrrum. Langgedrgl. Rrrrum. Die Desten. Rrrrum. Püft hilft ho. Rrrum. Zickete Pepe. Rum. Fö. Rum. Hannover hat seinen Bürger- und Bürgerschreck Kurt Schwitters wieder, der virtuos die Grenzen zwischen Sinn und Unsinn verschoben hat. Heute führen Lehrer ihre Schüler zu den Märzbildern, die auf den Straßen von Hannover ihren Anfang nahmen. Rekonstruierten Märzbau, dort wo die Bilder und Skulpturen entstanden sind, klingt sie auch heute wieder. Die Ursonate. Lange Trügel, Rumpf hilft du. Lange Trügel, Ziulen trüll, Lüften trüll. Lange Trügel, Pipipipipi, Uka, 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 Uka. Lange Trügel, pipi pipi pipi, Hüka, Hüka, Hüka.